Wir haben ja heute das Thema Intersex und die große Frage, die sich stellt, was ist das eigentlich? Es ist tatsächlich nicht sehr einfach, weil es gibt ja auch dann Begriff wie Transsexualität oder Transgender und man kann da leicht durcheinander kommen und deswegen halte ich es erstmal für sinnvoll, den Begriff überhaupt abzuklären. Intersex ist erstmal ein medizinischer Begriff zur Kennzeichnung von Menschen, die entweder genetisch aufgrund der Geschlechtschromosomen oder anatomisch aufgrund der Geschlechtsorgane oder hormonell aufgrund der Mengenverhältnisse der Geschlechtshormone eben nicht eindeutig dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zugeordnet werden können. Aus der medizinischen Perspektive wird Intersex auch angesichts der sogenannten Sexualdifferenzierungsstörungen eben genau zu diesen gezählt. Was Intersex-Menschen von sich aus natürlich ablehnen, eben diese Pathologisierung, die auch Amnesty selbst kritisiert. Der Unterschied zu Transgender, wenn man eben gerade keine Binnendifferenzierung zwischen Transgender und Transsexualität macht, das möchten wir hier auch nicht tun, weil das sonst wirklich in die Breite geht, ist erst einmal, dass es eben keine medizinische Kategorie ist, die bei Trans vorliegt, sondern eher ein gesellschaftliches Element auch meint. Das heißt, Transgender-Menschen sehen sich mit ihrem zugewiesenen Geschlecht, man erinnert sich zum Beispiel an Judith Butler, die gesagt hat, dass Gender auch ein gesellschaftlicher Prozess ist, der die Menschen auch einengt, indem er ihnen eindeutige Geschlechtsrollen zuweist, obwohl ein Mensch oft mehr ist als diese Rolle, fühlen sich solche Menschen oft eben nicht dieser Geschlechtszuweisung zugehörig. Beispielsweise jemand, der als Mann gekennzeichnet wird, sich allerdings nicht als männlich definiert, würde sagen, er ist trans oder würde vielleicht auch sagen, er ist weder männlich noch weiblich in dieser Konsequenz. Demnach kann auch natürlich ein Intersex-Mensch als Transgender agieren, wenn er mit seinem zugewiesenen Geschlecht unzufrieden ist.